ja, jetzt steht hier vor mir die Cora, direkt aus dem Dschungel. Hallo Cora, erstmal, wie geht's dir? Ja, ich bin müde, ne? Gar keine Frage. Gesundheitlich geht's mir wieder hervorragend, das ist schon mal das Wichtigste, also zumindest für mich auf jeden Fall. Ich habe mir, glaube ich, mit dem Dschungelcamp und meiner Erkrankung, also den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt ever ausgesucht. Hat keinen mehr geärgert als mich, das kann ich euch wirklich sagen. Aber das ist nun mal so, wie Küt, sagt der Kölner, ne? Das stimmt wohl, aber dir geht's jetzt auf jeden Fall wieder besser. Ja, ich habe jetzt natürlich schon, merke schon wieder dieses Kratzen im Hals, womit alles angefangen hat auf dem Hinflug. Ich vertrage auch einfach die Klimaanlage nicht und grundsätzlich ist nach einer Corona-Erkrankung das Immunsystem immer sehr geschwächt und das war für mich jetzt wirklich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt und es gibt auf jeden Fall keine Strategien oder irgendwelche Taktiken, das ist alles Blödsinn, das ist alles Bullshit. Mir ging es halt einfach beschissen und das war Kacke und das belastet, glaube ich, niemanden mehr als mich. Und was hat dich dazu bewogen, überhaupt dort mitzumachen beim Dschungelcamp? Ich bin Motorsportlerin, ich fahre 15 Jahre professionell Autorennen oder bin professionell gefahren und mich treibt grundsätzlich immer der Ehrgeiz an und deswegen ärgert es mich natürlich umso mehr, dass ich verkackt habe, dass bei jeder Prüfung, die ich mir im TV habe ansehen müssen, hat mein Herz geblutet, dass ich mich nicht habe beweisen können, dass ich gut genug gewesen wäre und also da habe ich, glaube ich, am meisten mit am Hadern. Und wenn man den ganzen Shitstorm von draußen noch irgendwie hört, so dann wenn man simuliert, wie nennt man das nochmal hier, Simulant, genau, das tut natürlich auch schon weh. Das ist auch nicht ganz fair, ne? Also das ist scheiße. Mal gucken, was wir da vielleicht für eine Lösung finden. Vielleicht kann ich mich nochmal beweisen. Vielleicht mache ich alle Prüfungen einmal im Parcours durch. Yippie. Ich wollte gerade fragen, wie ist denn, oder du bewirbst dich einfach nochmal beim Dschungelcamp. Käme das für dich in Frage? Ja, habe ich schon drüber nachgedacht. Mein Ex-Mann, der möchte ja unbedingt seinen Namen zurückhaben. Vielleicht bewerbe ich mich nochmal als Carina Schuster oder Caroline Brinkmann. Who knows? Mal gucken. Wie geht's jetzt weiter mit dir? Ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Ich mache jetzt mal erstmal hier meinen Hund und alles und Tiffany, meine Freunde durch. Meine richtigen Freunde, meine wahren Freunde, wie sie herausgestellt hat. Und also die mich nicht da auf dem orientalischen Suck an die Presse verkloppen. Und dann haben wir schon ganz viele neue Projekte, wo ich hoffentlich meine Geschichte weitererzählen kann. Da wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und ja, sind gespannt, was wir dann noch alles von dir hören werden. Vielen Dank. Danke auch.